Mein Lieblingsgericht ist eigentlich Geisburger Marsch, Spätzle und Kartoffeln in der Suppe. Oh, da ist ein Geisburger Marsch. Dankeschön. Ich bin ganz glücklich. Wer ist der Marsch? Was? Nicht Geisburger Marsch, kennst du nicht? Kenn ich tatsächlich. Nein. Nee. Nicht? Ich habe verstanden, Geisburg am Arsch. Diese Geisburger konnte ich noch nie leiden. Schwierig. Das ist die schwierige Kommunikation zwischen Schwaben und Badenern. Bin ich auch schon im Bild? Ja, ich bin getestet, wir könnten uns theoretisch umarmen, aber es gibt nur Ärger, deswegen... Ich habe von Trick gelernt, das auch, von Nora Tschirner. Der geht so. Okay, habe ich dich gerade an einer Stelle berührt, die mir Ärger einbringt? Nee. Okay. Das ist okay, das geht. Das war sehr schön. Das war seit langem mal wieder auch für mich Körperkontakt. Wie geht's dir? Das ist super. Du siehst sehr gut aus. Danke, gleich. Also von innen heraus scheinend, meine ich. Ja, klar. Logisch. Ja. Ich habe versucht, die positive Laune zu bewahren, trotz der Gegebenheiten. Welcher Gegebenheiten? Ach, lass uns nicht drüber reden. Aber diese Krise hat ja auch was Gutes gehabt. Für mich zumindest. Ich bin ja ins Sauerteig-Business eingestiegen. Viele verrückte Leute haben das kurzzeitig gemacht, weil sie Angst hatten, es gibt nie wieder Brot, die Läden machen zu, man hat nie wieder was zu essen. Das ist wirklich Sauerteig-Business. Ich habe Sauerteig-Business gesagt. Der Unterschied zu vielen anderen ist, die meisten haben das nach wahrscheinlich zwei oder dreimal wieder weggeworfen. Ich backe seit einem Jahr Sauerteig. Durchgehend, alle vier Tage. Roggen oder Weizen. Ich bin völlig verwirrt. Meinst du das alles ernst? Wirklich? Warum hat Berlin das mit dir gemacht? Ja, es war früher schon schwierig. Jetzt ist es komplett aus dem Ruder gelaufen. Das ist wirklich Mehl drin. Hallo, Sauerteigbrot ist das Vernünftigste, was ich jemals gemacht habe. Aber da ist natürlich kein Mehl drin. Bist du verrückt? Okay, verstehe. Das ist sehr, sehr teuer. Dann gut, wir gehen jetzt Sauerteig holen und dann gehen wir Maultasche essen, dachte ich. Da hast du mich ja schon oder? Wieder. Ja, voll gut. Bisschen was für mich, bisschen was für dich und am Ende sind alle glücklich. Wie schön. Dann können wir schon losgehen. Ich habe das Problem übrigens immer, wenn ich so eine Klappe schlagen soll, treffe ich komischerweise nicht richtig meine Hände. So als wäre man kurzzeitig, also wie erzählen lustigen Witz, dann fällt einem partout nichts ein. Klatsch mal, mache ich immer so, was man denkt. Wie kann man denn seine Hände nicht? Das sind doch sehr große Flächen, die aufeinander... Eben, da siehst du mal, was Fernsehen für einen Druck auf einen ausübt. Ist tatsächlich so. Sobald die Kamera an ist, hat man diesen Druck liefern zu wollen. Ist man gleich ein ganz anderer Mensch. Ja. Man will ja authentisch sein. Ja. Aber man will natürlich gleichzeitig auch nicht wirklich so viel von sich in echt zeigen. Wobei der beste Tipp, den ich jemals bekommen habe, ist von Cordula Stratmann, die mir immer gesagt hat, Katrin, egal was du machst, sei auf gar keinen Fall du selbst. Man will ja nicht zu viel von der Illusion auch zerstören, finde ich auch. Und dieses Authentizität, also wenn Leute, die beim Fernsehen arbeiten... Du hast Authentizität gesagt, das sagen die wenigsten. Ja, absolut, klar. Ich betone gerne auch Buchstaben da, wo sie sind. Jedenfalls, dieses... Du bist so ein Profi, wirklich. Authentizität. Jetzt. Mein Gott, jetzt geht's nicht mehr. Mhm. Guck, das ist wie mit dem Klatschen. Jetzt geht's einfach nicht mehr. Jetzt triffst du die Hände nicht mehr. Authentizität. Kacke. Diese Authentizität. Jedenfalls ist das nichts Existentes, weil niemand ist doch so, wie er zu Hause auf dem Sofa ist. Ich bin sogar der Meinung, niemand sollte im Fernsehen so sein, wie er zu Hause auf der Couch ist. Weil Leute, die zu Hause auf der Couch sind, sind meist wahnsinnig langweilig und super boring. Und niemand will das, also ich zumindest, möchte das nicht im Fernsehen sehen. Absolut. Deswegen muss man sich da ein bisschen anstrengen, weißt du? Und du hältst ja dein Privatleben auch stringent raus, ne? Nee. Bei Wikipedia steht alles ganz genau. Da steht unter Privates, spielt seit ihrem 7. Lebensjahr Saxophon. Sonst steht da auch nichts unter Privates. Ich liebe diesen Eintrag. Bist du so eine Prenzlauer Bergschwäbin jetzt auch? Nee, da war kein Platz mehr für mich. Da waren schon so viele Schwaben drin, da bin ich nicht mehr reingekommen. Die haben eine harte Tür. Nee, ich bin jetzt einfach so auch in Berlin. Ne? Also ich habe jetzt gar nichts mit diesen Vierteln oder so am
Aber du bist jetzt, du backst jetzt Brot mit Sauerteig, den wir jetzt oft von bei irgendeinem suspekten Dealer. Jetzt versuch nicht so zu tun, als wäre das so ein Berliner Ding. Ja? Also das hat ja ganz Deutschland gemacht im ersten Lockdown. Hefe war alle, Pierre. Ich will es dir nur noch mal in Erinnerung rufen. Wir dachten alle, oh mein Gott. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Hefeklotz gekauft. Ich habe viele getrunken. Ja, aber daran merkst du ja, dass ich habe davor schon selber Brot gebacken, ja? Und dann habe ich aus dieser Panik raus, dass es kein Brot mehr gibt, gedacht, ich muss mal wissen, wie das mit dem Sauerteig geht. Und es gab ja doch. Und was mit Klopapier? Da hättest du auch gleichzeitig gesagt, dann stricke ich mein Klopapier selber. Oder machst du wiederverwertbar, recycle das, dass man bei 90 Grad in der Waschmaschine stricken habe ich jetzt erst angefangen. Oh, also man muss sich ja für die Lockdowns machen. Es ist super, ich finde es gut. Aber ich hab gedacht, wir haben uns echt schon lange nicht mehr gesehen, merke ich gerade. Ich habe gedacht, diese ganzen handwerklichen Sachen, die man nie gelernt hat. Ich zum Beispiel, ich kann überhaupt nicht stricken oder so. Ich wollte es einfach einmal im Leben gekonnt haben. Und das mit dem Sauerteig, das gab es ja auch schon mal in den 90ern oder so. Weißt du das nicht mehr, dass Leute, oder in den 80ern, meine Leute immer zu einer Party gekommen und gesagt, ich habe dir einen Hermann mitgebracht. Hermann ist der Name. Genau, Hermann, richtig, Hermann, richtig. Genau. Ich habe das Geschenk bekommen von meiner, da war ich 15, von meiner Freundin damals. Und ach, die hat so ein riesen Scheiß. Geheimnis drum gemacht und hat gesagt irgendwie, ich habe ein Geburtstagsgeschenk für dich, Geburtstagsgeschenk, ne? Geburtstagsgeschenk. Und hat nicht verraten, es ist ein Lebewesen, aber keine Angst, du musst es schon füttern, aber du musst nicht mit dem raus und so. Ich weiß, was kommt da? Und dann kommt die mit diesem Klumpen. Yes, Tamagotchi, yes, ja, Tamagotchi. 90er halt. Googelt Tamagotchi. Und dann kriege ich diesen Klumpen Teig und ich glaube, ich war noch nie in meinem Leben so enttäuscht. Ich habe ihn natürlich eingehen lassen. Und der Sauerteig, den wir jetzt bei irgendjemandem obskuren, der den bei eBay. Ich wollte jetzt einfach mal gucken, wie so der Sauerteig von, weißt du, ich wollte einfach mal Vergleichsware mir ins Haus holen. Du hast zu Hause Sauerteige? Ich habe Sauerteige. Ich habe Weizen und Roggen Sauerteige. Und jetzt wollte ich mal gucken, was hier die Nike von eBay uns für einen Sauerteig anbieten kann. Verstehe ich? Verstehe ich. Aber wieso findest du das eigentlich so komisch? Also ich habe irgendwie so das Gefühl, es, ja genau, nein. Ich habe das Gefühl, es wird sich über mich lustig gemacht. Überhaupt nicht. So, als hätte ich, nein. So als hätte ich irgendwie exotische Schlangen illegalerweise in mein Wohnzimmer importiert und halte sie da in einer Vase. Ich glaube, das würde mich weniger wundern bei dir. Aber wir haben uns auch schon eine Weile nicht mehr gesehen. Washington Skorpion, Herr Katrin. Ich habe so Dokus geschaut, übrigens im SWR. Sehr guter Sender. Von so einem sehr guter Sender. Sehr guter Sender. Die haben so einen Bäcker begleitet, der hat gesagt, das ist im ersten Lehrjahr kommt mir hier erstmal gar keiner an die Maschine. Der hat nur so tolle Sachen gesagt, weißt du, so ein Bäcker. Von dem habe ich ganz viel gelernt. Der sagt zum Beispiel, der hat Sachen gesagt wie, nicht du entscheidest, wenn der Teig fertig ist. Der Teig entscheidet, wann er fertig ist. Ganz, ganz toll. Ja. Also, das heißt, er hat einen Namen auch, so wie Hermann. Nee, keinen Namen. Deswegen, ich fand das so doof früher immer, das ist der Hermann, oder? Und vor allem ist es ja auch vielleicht, muss man ja auch mal da an Diversität denken, warum ist es denn maskulin? Ja, es ist halt auch da der alte weiße Mann. Also. Und sowas von, der riecht ja auch ähnlich wie ein alter weißer Mann. Also, herrlich. Aber ich finde das grundsympathisch und dass du jetzt so, ja, so... Dass ich so offen mit meinen Problemen umgehe. Das ist toll. Bist du sportlich? Bist du jetzt auch inzwischen, ne? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich machst du... immer Sport. Ja, ich weiß, weil ich gerade gesagt habe, haben wir das letzte Mal gesehen. Wir haben uns gesehen, es war genau... Da habe ich noch geraucht. Am Tag irgendwie eine Schachtel. Aber es war auch schon Sport. Eine Schachtel wäre ja schön gewesen. Zwei. Also entschuldige bitte. Das war eigentlich der heftigste Sport, den ich je betrieben habe. Du warst echt eine richtig krasse Raucherin. Ich war eigentlich eher Kettenraucherin, ja. Muss man schon echt sagen. Aber es hat irgendwie auch, also meine verquere und völlig lebensferne romantische Vorstellung hat immer so gesagt, das passt irgendwie auch zu dir. Das hat sowas. Das haben so viele immer gesagt. Dann bin ich auch deswegen dabei geblieben, weil ich mich selber quasi immer wie so ein bisschen in Schwarz-Weiß leicht angenebelt mit so einem Weinchen und einem Rollkragen in so einem, weißt du, in so einem französischen Film gesehen habe und gedacht habe, mein Gott, ist mein Leben aufregend. Aufgrund dieser Accessoires, die ich bei mir führe. Aber so war es dann am Ende auch nicht, muss man sagen. Ne? Aber tatsächlich habe ich festgestellt, dass diesen Stress, den man sich die ganze Zeit macht, vor allem in jüngeren Jahren, dass man immer denkt, boah, muss unbedingt das Richtige machen und das Richtige sagen und auf der richtigen Seite stehen und so, dass das jetzt mit zunehmendem Alter irgendwie weg ist. Ich habe das nicht mehr, diesen Druck und diesen Stress. Nö. Aber das ist gut. Das ist aber auch so eine, kann ich nachvollziehen, so eine Gelassenheit, die man... Ja, aber ist das schon schlecht? Ja, aber eigentlich schon. Ist das jetzt dieses, dass man dann komisch wird im Alter, bis man dann an dem Punkt ist, wo man sagt,
ich ändere mich jetzt auch nicht mehr, ich bin halt so, weil man dann quasi komisch ist, aber zufrieden damit. Das ist vielleicht der Unterschied zu jungen Jahren, denke ich oft. Wo man komisch ist, ja, aber es, man stresst sich noch damit. Ja. Ist hier jetzt der Sauerteig? Hier ist hoffentlich der Sauerteig. Das ist total so ein RTL. Das werden wir die Zeugen Jehovas. Hallo. Hallöchen! Wir sind... Oh, Dankeschön. Hier ist auch die Bezahlung. Er hat das. Wir haben hier. Schönes Roggen. Was hast du denn für einen Sauerteig? Machst du Roggen? Oder? Ich mach Roggen, genau. Okay. Ich habe Roggen Vollkorn. Und von dem her. Roggen Vollkorn, perfekt. Super, ja, vielen Dank. Super gut. Ihr seid schon voll im Nerd-Talk. Ey, was machst du? Roggen Vollkorn? Cool, ja. Ich mach so Heavy Metal und Roggenroll. Und das ist er. Und das ist er, genau. Warum ist das denn bei dir so? Das sieht ja aus wie Müsli. Wegen dem Mehl. Hast du das selber gemahlen? Mhm. Weil das ist ja auf gar keinen Fall so grob. Genau. Also ich hab einfach ein bisschen gröberes Mehl tatsächlich, als man normalerweise hat. Ja. Dann hast du aber ein richtig reichhaltiges Brot, richtig gut zu kauen, ja? Naja, es kommt ja darauf an, was du damit machst. Also wenn du reines Roggenbrot machst und praktisch dein ganzes Brot aus dem bestehen dann würde, dann wäre auch nicht so. Aber du machst Mischbrote. Ich misch, ja. Okay, alles klar. Was ist deine favorisierte Gleichbier? Du bist nee, ist okay, ich höre. Was ist deine favorisierte? Du machst Mischbrote. Ja, okay. Wenn du ja dir vorstellst, so eine Sauerteigscheibe frisch mit Olivenöl und irgendwie Avocado drauf, stell dir vor, das kannst du jederzeit zu Hause machen. Ja, das ist toll. Oder ich gehe zum Bäcker, der direkt nebendran ist, davon da, wo ich wohne, und kaufe mir ein Brot. Okay, sorry, habe ich kaputt gemacht? Nein. Nee, besser, ich mache mir das selber. Ich bin jetzt sonst nicht super perfektionistisch, aber mit diesem Sauerteig, du musst dich wirklich nach dem Sauerteig richten. Du musst irgendwie immer schön ein Auge drauf haben, was der so macht, ja, egal ob beim Backen oder wie, beim Züchten. Es hört sich total verrückt. Was macht der denn so? Was macht der, wenn du nicht zu Hause bist? Zum Beispiel? Warte. Das weiß keiner. Das ist wie bei Katzen. Wenn man da Videos machen würde, was der Sauerteig macht, wenn du nicht zu Hause bist, das ist unglaublich. Ding Dong! Amazon, hast du wieder was bestellt, Hermann? Das sieht doch super wirklich aus. Toll aus. Du siehst, es hat schon was Schönes, wenn man sein eigenes Brot kriegt. Das riecht doch ganz toll. Stell dir mal vor, das wird selber gemacht. Das riecht schon sehr gut, schon sehr lecker. Da möchte man jetzt einfach nur Butter und ein bisschen Salz oder so drauf. Richtig, machen, dass man's Brot richtig. Schmeckt. Jetzt holen wir dich langsam ab. Ist das auch, bist du damit irgendwie auch, bist du, hast du was mit Lebensmitteln zu tun? Gar nicht, nee. Was machst du denn? Ich bin selbstständig als Studienberaterin. Erinnerst du dich noch an deine Berufsberatung? Was ist dir vorgeschlagen worden? Bei uns war das noch das BITS. Ja, das BITS, das Berufsinformationszentrum, genau. Und da gab es auch so, das war ja alles noch vor der Digitalisierung, damals. Ja, Google ist kurz danach erfunden worden. Du hast ja Technikjournalismus studiert, ich wollte auch... Ja, aber die Berufsberatung, der hat mir natürlich was anderes empfohlen. Der hat gesagt, ich soll Maskenbildnerin werden. Das ist bei meiner Berufsberatung. Ja, weil du eine Frau bist. Weil du eine Frau bist. Natürlich, weil alle Frauen sollten Maskenbildnerin werden. Ganz klar, aber damals war das noch so. Ja. Ich sollte auch KZ-Mechaniker werden. Achso, KZ-Mechaniker. Ich habe Angst, dass ich es kaputt mache. Ich nehme die Fleischseite. Nee. Guck mal, wie gut es geht mit der Fleischseite. Ich nehme doch die Brotseite. Also wenn du so Brot schneidest, bin ich auch nicht sicher, ob du wirklich Brot machen solltest. Gar nicht so einfach. Mmh. Voll lecker. Ich bin ein bisschen nervös. Oh, das ist voll lecker. Ja. Das wäre mir trotzdem noch so viel Arbeit, aber lecker ist es wirklich. Du musst es nur stehen lassen. Verstehst du? Das steht einen Tag ohne dich. Du musst es nicht beaufsichtigen. Ich schicke meiner ganzen Familie hier das Brot, das ich gebacken habe, weil ich so stolz bin. Auch. Ja. Und was kommt dann zurück? Nichts. Ja. Bitte, versprich mir, dass du mir ein Bild von dem Brot schickst. Ja, okay, mach ich. Hier, Fistband. Das gilt als... Ach so, okay. Ist gar nicht geschnallt. Was will er von mir? Na dann, danke schön. Dein Sauerteig. Vielen Dank, Nike. Ganz herzlichen Dank, ja. Ich kann dir ja das Brot schicken, das ich damit gebacken habe. Würdest du das tun? Nee, eigentlich nicht. So viel Arbeit verschenke ich dann noch nicht. Aber du hast es sicherlich schon getan. Für gute Freunde. Auch sehr gute Freunde. Ja. Davon habe ich nicht so viele, Gott sei Dank.
Hast du auch irgendwann mal Freundeskreis aussortiert? Das macht man doch auch so irgendwann mal, wenn man so alt wird. Nein, ich wollte das überhaupt nicht damit sagen, sondern wenn man lebenserfahren ist und weiß, es gibt viele oberflächliche Bekanntschaften und Freunde. Nee, ich stehe total. Umso älter ich werde, umso mehr liebe ich die oberflächlichen Bekanntschaften. Das finde ich richtig gut. Weil man da nicht so viel rein investieren muss oder wie? Oder? Nee, weil sie total unkompliziert sind. Man trifft sich, man hat Spaß, man hat eine gute Zeit und dann... Also eigentlich das kölsche Modell, ist ja toll. Ja, die rheinische Oberflächlichkeit. Ach, ich mag einfach auch Leute, weißt du? Ich bin gerne mit Leuten. Bist du wirklich... Ab 3 Leute ist für mich Publikum und da habe ich einfach schon wieder eine gute Zeit. Und warst du auch schon immer jemand, der gerne im Mittelpunkt dann steht auch? Also bevor es Showbusiness sozusagen auch... Ja, ja, ja. Aber nicht, weil ich im Mittelpunkt stehen wollte. Ich war einfach schon immer sehr, sehr laut. Ich lache sehr laut, ich rede sehr laut und das führt einfach dazu, dass man im Mittelpunkt steht. Ich habe es einfach, glaube ich, mir in die Wiege gelegt und ich habe dann versucht, mit den Gegebenheiten zu leben. So ist es eher. Die Sache ist zu mir gekommen, nicht andersrum. Ja. Selber im Mittelpunkt stehen wollen, klingt immer nach ganz unsympathischen Kindern. Ach, weiß ich gar nicht. Aber es ist auch so, das ist wie, ich bin nur durch Zufall zum Fernsehen gekommen. Ist bei mir so, echt so, jetzt? Ja, natürlich, klar. Ich bin auch nur durch Zufall dabei geblieben. Ja, aber weil aus Spielfreude? Was ist denn dein Antrieb? Oh Gott. Jetzt stellst du mir kurz, bevor ich schon die Maultasche rieche. Hallo, wir kommen Hallo. Gleich. Ach, das möchte noch mal kurz wissen, was mein Antrieb ist. Entschuldigung, ich habe jetzt gerade ein ganz deepes Thema aufgemacht. Er hat jetzt gerade hier noch mal so ganz eine Frage deep. Gestellt. Was mein Antrieb ist. Was soll man denn darauf antworten? Ja, da weiß ich natürlich Bescheid. Im Leben. Jetzt muss ich ja erst mal drüber nachdenken. Das ist ja so eine große Frage. Also, was soll man denn dazu jetzt sagen? Ja gut, dann wir können uns einfach reingehen und dann bist du diese Frage geschickt umgangen. Da bin ich eigentlich eh recht gut drin. Ich frag dich einfach später noch mal drin, wenn wir beide eine Maultasche im Mund haben. Wenn ich nicht damit rechne. Was ist das? Hier ist ein... Oh ja, das wollen das wir natürlich wir erstmal, noch ne? machen. Das sieht so süß aus. Ich habe normale Körpertemperatur. Können... Ja? Es ist komisch, ich fühle mich nämlich eigentlich leicht unterkühlt. Mir ist total kalt, ehrlich gesagt. Vielen Dank. Sieht aber lustig aus. Geh da weg. Vielen Dank. Belästige die Frau nicht. Geh da weg. Wir gehen in einen Maultaschenladen, weil du Schwäbin bist und weil das einfach total gut passt. Sag mal, aber das hat man nicht. In Baden machen wir es schon nicht mehr, oder was? Wie? Maultasche? Maultaschen sind ja, es gibt ja badische Maultaschen und schwäbische Maultaschen. Oh Gott, jetzt kommt der gleich wieder mit. Ich habe da keine Ahnung von, ich weiß nicht, was der Unterschied ist. Was ist der Unterschied zwischen einer badischen Maultasche und einer Du Schwäbischen? Hast doch gesagt, es gibt überhaupt einen Unterschied. Ich wollte ja erstmal nur wissen, ob es überall Maultaschen gibt in Baden-Württemberg. Wir sind in Berlin und es gibt Maultaschen. Ja, das ist ja klar. Ja, genau. Seid ihr Schwaben? Nein, Jetzt bin ich gänzlich verwirrt. Das heißt, ihr lasst euch die Maultaschen von Stuttgart liefern, habt aber nur Läden in Berlin und in Köln. Genau. Das ergibt Sinn. Ja. Brillante Geschäftsidee. Da müssen wir noch sagen, was ein halber Hahn ist. Das ist auch so, da ist der Kölner auch ganz stolz drauf. Wenn man in der Erwartung, ein halbes Hähnchen zu bestellen, einen halben Hahn bestellt und man bekommt in Wirklichkeit... Ein Käsebrot. Falsch. Doch. Ein Röggelchen. Mit dem Röggelchen. Ein Röggelchen. Wo kommt das her? Das Röggelchen. Nee, der Name, halber Hahn. Im Mittelalter gab es einen Markt in Köln. Ne? Ja. Und da kamen die Bauern zum hin und einer hat da wenig Geld gehabt, ne? Und wollten Käsebrötchen essen, also ein Roggenbrötchen mit Käse. Dann hat er zu dem Verkäufer gesagt, kann ich auch ein halbes haben? Halbe Hahn. Halbe Hahn. Ja. Halbe. Ja. Hahn. Haben. Verstehe. Ja, wir haben es. Und da kommt der Name halber Hahn her. Ach so, stimmt. Vielen Dank. Oh. Ist das nett? Dann essen wir jetzt erstmal draußen. Während ihr hier drin im Warmen bleibt. Und was treibt dich jetzt an? Ich habe ein viel zu großes Stück Maultasche im Mund genommen. Also, ich sage jetzt was ganz Pathetisches tatsächlich, gell? Das wird Zeit, ich kann eine Weile nicht sprechen. Ich muss auch mich noch um so ein paar Rülpser von der Maultasche rumdrücken. Ich versuche das mal elegant zu machen, sodass das keiner merkt. Also eigentlich, ich habe ja früher in der Schule immer so Schultheater. Ist mir ganz peinlich, was ich jetzt sage, aber ich sag's trotzdem. Ich war ja im Schultheater und
immer wenn wir da was gespielt haben, habe ich gedacht, und ich erinnere mich vor allem an Bertolt Brecht, das Stück, da habe ich Helene Weigel gespielt, ja. Und dann habe ich immer gedacht, ich will, dass die Leute, die da reingehen, für die Zeit, in der sie das gucken, an nichts anderes denken und dass sie danach rausgehen und zumindest eine Sache mitnehmen, über die sie anders denken oder über die sie nachdenken. Und als ich zum Beispiel mit dem Internetfernsehen angefangen habe, mit Ehrensend, was ja das erste ist, was ich gemacht habe, habe ich immer gedacht, das waren ja jeden Tag so 4 bis 5 Minuten quasi Late Night im Internet, dachte ich immer, für diese 4 bis 5 Minuten, die Leute das gucken, sollen die, egal ob die Stress haben oder Ärger haben zu Hause, ob jemand krank ist in der Familie oder irgendwas ist, sollen die eine gute Zeit haben, glücklich sein und an nichts anderes denken. Und eigentlich ist es bis heute in Abwandlungen so geblieben, dass ich denke, man kann oder sollte den Leuten doch eine gute Zeit bereiten mit dem, was man da macht. Dafür ist Öffentlichkeit doch gut. Ja, das wahrscheinlich. Bei mir war es der gestiefelte Kater. Ich habe den gestiefelten Kater gespielt. Not the same. Das war auch mein Erweckungserlebnis. Da in der Schule oder wo ja. Auch? Okay. Mhm. Ja, kann ja sein, auch zu Hause, oder? Da habe ich auch, aber das ist privat und das bleibt auch privat. der 4. Klasse oder so. Und dieser Moment zu erkennen, da ist man jetzt tatsächlich in der Lage, Freude zu bereiten für eine kurze Zeit. Und das ist ein Privileg, dass wir das machen dürfen. Das stimmt allerdings. Ja. Kennst du, wo Rudi Carrell im Wind Spaghetti isst? Nee, kenne ich nicht. Das ist so. So ungefähr ist der gerade. Mit dem... Das war toll. Also, ich glaube, hat Rudi Carrell das besser gemacht? Nein. Weil ich glaube es auch nicht. Ich weiß nicht, ob man das besser machen kann. Kommst du denn irgendwann mal wieder zurück nach Baden-Württemberg? Es ist ja ein sehr schönes, lebenswertes Bundesland, nicht wahr? Das ist echt so. Ja. Aber weißt du, was mich immer wundert? Baden-Württemberg ist überhaupt nicht für Urlaub und sowas ausgerichtet. Weißt du das? Ich finde, da ist noch was möglich. Absolut, finde ich auch. Also lieber mal auf einen Monaco-Urlaub verzichten und schön 14 Tage Pforzheim. Ja, natürlich. Da hast du länger was davor. ich kann mir total vorstellen, da wieder hinzugehen, weil man ist ja immer geprägt von dem, was man auch in der Kindheit hat. Und ich bin da einfach gerne, weil man die Leute so im Herzen versteht auch. Ne? Also, und deswegen, warum nicht da die Rente verbringen? Sobald ich im Sack hab, sitze ich wieder in Baden-Württemberg. Also in 2 Jahren. Richtig. Mensch, Katrin, es war so schön, dich mal wieder zu treffen. Ach so, ist schon vorbei? Nee, noch gar nicht, aber ich will dich einfach nochmal anstoßen mit dir. Ja, okay, so. Super. Das stimmt. Also, man weiß ja jetzt nicht, wie es den Leuten zu Hause geht, aber wir haben eine richtige... Das meine ich übrigens vorhin. Also, das meine ich. Eine Freude bereiten sich selber. Ja, natürlich. Hauptsache, ich hatte eine gute Zeit. Ja, ich würde wahnsinnig gerne hier noch eine Weile mit dir stehen, aber ich muss heim, ich muss kochen, ich habe heute Dienst und meine U-Bahn, die fährt quasi... Jetzt, wenn ich renne, kriege ich sie noch. Okay, bist du mir nicht böse? Nein, ich bin überhaupt nicht böse. Wir sehen uns in Pforzheim, gell? Es war mir eine Freude. Mir auch. Mach's gut. Tschüss, Katrin. Ciao, ciao. Was uff, dass nicht nah fliegt. Vorsichtig. Ich probier's. Lass dir nicht in deinen Maultaschenteller spucken. Fuck. Tschüssle. Tschüssle. Mach's gut. Pass auf dich auf. Behalt den Tonsender. Ist inzwischen ein Running Gag. Du nimmst die Rolltreppe, oder? Ich nehme den Fahrstuhl. Normale Körpertemperatur. Okay, cool. Hast du noch einen anderen Tipp? Abonniere den Kanal. Dankeschön. Und sonst? Hinterlasse einen Kommi. Das ist ein sehr guter Ratschlag. War ein super Video. Vielen Dank, ich stimme dem uneingeschränkt zu.